Danke, Stefanie. So, einen haben wir noch, beziehungsweise einen Form von zwei, Nürnberg und so. Ja. Oh, hier, schon genannt, das ist ja unfair. Oh, ist das hell. Also, wir haben vor einer Woche ein Podcast-Projekt gestartet mit dem Namen Nürnberg und so und wollten da einfach mal ja, so die Kritiken ein bisschen kundtun, die wir bekommen haben. Der Thorsten aus Lauf hat geschrieben, ich habe die ersten anderthalb Minuten gehört und dann abgeschaltet, für meinen Geschmack etwas zu albern. Die Heike aus Feucht, schon ein wenig Blödsinn, oder? Und hier habe ich mir den Namen nicht aufgeschrieben. Letzte Kritik, ich mag keine Morningshows im Radio, sondern lieber tiefsinnige Unterhaltung. Das ist mal schon schön viel Kritik. Aber vielleicht sollten wir einfach mal vorstellen, was wir überhaupt machen mit dem ganzen Podcast. Genau. Also Podcast Nürnberg und so. Wir haben uns das Ziel gesetzt, in der Metropolregion Nürnberg interessante Menschen zu finden und vorzustellen, uns mit ihnen über ihre Themen zu unterhalten. Und ja, ihr könnt das Ganze ganz gern bei iTunes abonnieren, auf Nürnberg und so, auf der Webseite, die ihr gerade seht, auch direkt anhören und Twitter @nürnbergundso. Wir haben natürlich auch schon positives Feedback bekommen, das gibt es auch. Und auch schon den ein oder anderen Gastvorschlag, den wir dann auch entsprechend noch mit einarbeiten. Genau. Und zum Schluss vielleicht noch die Namensähnlichkeit oder Gleichheit mit uns so ist Absicht und haben wir bewusst in Kauf genommen. Und wie gesagt, hört uns an, iTunes und Co. Danke.